Und damit ein ganz herzliches Hallo zur Sonntagskonferenz. Moin Leute, ein ganz herzliches Hallo zu diesem neuen Video. Tippt gerne mit in den Kommentaren, würde mich auf jeden Fall freuen. Die zweite Bundesliga fängt jetzt auch wieder an. Die Sonntagskonferenz aus diesen vier Partien habe ich jetzt nochmal gesondert gemacht. In der Infokarte findet ihr den ganzen Spieltag prognostiziert. Das sind aber auch andere Sonntagsspiele dann als die. Die habe ich jetzt nochmal neu aufgenommen für zunehmende Spannung. Auf jeden Fall wünsche ich jetzt viel Spaß beim Zuschauen. Bleibt auf jeden Fall gesund und bleibt auch fair. Und dann würde ich sagen, viel Spaß mit der Konferenz. Let's go! Und damit ein ganz herzliches Hallo zur Sonntagskonferenz. Wir haben heute vier Spiele auf der Agenda. Eigentlich wären es fünf gewesen, aber Dresden gegen Hannover musste dem Coronavirus geschuldet ausfallen. Aber wir haben heute einiges auf dem Plan stehen. Alle drei Top-Mannschaften sind heute mit dabei. Auch ein Verfolger lässt sich hier nicht die Blöße geben. Wir starten hier gerade mal in Bielefeld. Da ist der VfL Osnabrück zu Gast. Bei denen läuft es aktuell gar nicht rund. Die müssen nach unten ganz große Augen machen, um nicht wirklich noch tiefer reinzurutschen. Ganz tief unten drin ist schon der SVW in Wiesbaden. Der hat heute den VfB Stuttgart zu Gast und da schauen wir jetzt hin. Trotzdem hat der SVW in Wiesbaden noch die Möglichkeit, drin zu bleiben. Man ist Tabellen-16. Und das ist nach 25 Spielen auf jeden Fall noch als Erfolg zu werten. Der VfB Stuttgart ist Tabellenzweiter, ein Punkt, aber nur vor dem Tabellendritten, den Hamburger Sportverein. Der ist ja heute in Fürth zu Gast. Schauen wir auch gleich rüber. Hier ist der SVW in Wiesbaden in der klaren Außenseiterrolle. Der VfB muss hier gewinnen, will hier gewinnen, um Bielefeld nochmal anzugreifen. Wie schaut's in Hamburg beim FC St. Pauli aus? Da ist der erste FC Nürnberg zu Gast und das ist ein Duell zwischen zwei Mannschaften, die sich weiter von unten entfernen wollen. Der FC St. Pauli aktuell Tabellenelfter, 30 Punkte stehen da auf dem Konto. Nürnberg hat einen Punkt weniger, hat aber das deutlich schlechtere Torverhältnis. Da möchte man heute etwas gegen angehen. Die etwas uninteressantere Partie hier, aber das ist bei den Namen sicherlich auch nur klein gedeutet. So. Jetzt wollen wir noch zum letzten Spiel schauen, das findet in Fürth statt. Ganz genau, wir haben es angesprochen, Greuther Fürth empfängt den Hamburger Sportverein. Wir schauen gerade nochmal auf die Aufstellung des HSV. Und Greuther Fürth ist als ernstzunehmender Verfolger hier noch zu nennen. Sie haben aktuell 8 Punkte Rückstand auf den HSV, aber ein Sieg. Sie können sich zusammenrechnen, dann wären es nur noch 5 und die Hoffnungen bei Greuther Fürth würden dann nochmal aufkeimen können. Aber das ist auch klar, sollte der HSV hier heute gewinnen, dann ist es für den Gastgeber aus Fürth vorbei. Die Konferenz startet, wir sind in Fürth, von links nach rechts in den weißen Trikots, die gastgebende Mannschaft und der HSV in den rosanen Trikots muss man sich auch noch immer wieder dran gewöhnen, aber es ist ja nicht mehr eine ganz so aggressive Farbe wie noch in vergangenen Jahren. Aber das ist Nebensache, heute geht es tatsächlich nur um das, was auf dem Rasen stattfindet. Der HSV im Ballbesitz, Duziak gerade in langer Ballbesitzphase. Beim HSV konnte man zuletzt zwar gewinnen, aber man ist noch zwischen Aue und St. Pauli ein bisschen im Kopf. Durchaus irritiert. Hier gehen sie vorne drauf. 6 Minuten gleich absolviert. Das ist der erste Eindruck von hier. Wir hoffen, den schnellen Treffer zu finden. Vielleicht in Hamburg beim FC St. Pauli. Durchaus möglich. Nürnberg kommt nämlich gerade schon in Strafraumnähe. Dovedan steht aber im Abseits hier beim Abspiel von Johannes Geist, das hätte man durchaus besser koordinieren können. Ziemlich knappe Situation, aber vermutlich wohl die richtige Entscheidung. Der FC St. Pauli, ja, möchte sich noch weiter absetzen. Man hat eine ganz gute Phase aktuell erwischt in der Saison. Jetzt kam die große Pause, wie
findet man wieder rein. Der erste FC Nürnberg aber erstmal weiterhin im Vorwärtsmarsch. Das ist Behrens, der wird von Lorenz gelegt. Und das sah schon im Ansatz äußerst ungeschickt aus. Es gibt den Strafstoß. Der Elfmeterpunkt wird hier zu Recht malträtiert von Behrens, der sich als... Pardon, es ist Michael Frey. Michael Frey legt sich den Ball zurecht. So korrekt wollen wir sein. Neunte Spielminute, Frey gegen Himmelmann. Himmelmann ist in der richtigen Ecke, aber der Strafstoß ist gut geschossen. 0:1. Michael Frey macht das Ding. Nicht sein erster Elfmeter in dieser Saison. Er verschoss auch ein, unter anderem ganz bitter bei der 4:3-Pleite gegen Erzgebirge Aue. Aber jetzt ist der erste FC Nürnberg in Führung. Wir haben den ersten Treffer in der Konferenz gesehen. Hoffen, dass es so weitergeht. Auch auf den anderen Plätzen schauen jetzt in die Schüko Arena in Bielefeld. Bielefeld hatte gerade eine richtig dicke Möglichkeit, aber diesen Scherenschlag von Jonathan Klaus, den konnte man nicht als wirkliche Torchance beziffern, weil der Ball nicht mal aufs Tor gekommen wäre und dann stand auch noch ein Gegenspieler dazwischen. Osnabrück in Weiß hier erstmal in der Defensive gefordert. Bielefeld macht das gut, dominiert das Spiel, will unbedingt den ersten Tabellenplatz verteidigen. Jetzt kommen sie über die linke Seite mit Marcel Hartl. Die Flanke aber fürs Erste geklärt. Guga nicht, nickt das Ding raus. Wirklich spannend ist es noch nicht. Von einem ersten Treffer sind wir relativ weit entfernt. Jetzt vielleicht mal David Blacher legt den Ball raus zu Marc Haider, der erstmal den Ball verteidigt. Das geht dann hier etwas zu langsam vonstatten. Alvarez vielleicht mal. Ne, der Ball in den Füßen der Bielefelder. Wir schalten nach Wien. Nach Wien? Wiesbaden, um genau zu sein. Der VfB Stuttgart mit Kurzpassspiel im eigenen 16er richtig intensiv geht. Wien Wiesbaden da aber auch nicht drauf. Hätte man vielleicht Kobel und Kempf da etwas unter Druck setzen können. Aber das ist für die Gastgeber vielleicht etwas zu risikofreudig. Die Stuttgarter auch nochmal zur Farbenlehre in den weißen Trikots. Hier im ersten Durchgang noch nicht wirklich gefordert. Nach hinten und nach vorne geht etwas zu wenig. Jetzt vielleicht mal Flanke von Massimo, findet aber auch nur den Weg in die gegnerischen Gebeine. Das ist noch recht zäh, alles anzuschauen. Kontersituation jetzt vielleicht mal. Das konnte eine Möglichkeit werden für den SVW. Dauert etwas zu lange. Der VfB Stuttgart ist schon wieder recht Tor in Hamburg organisiert. Tor in Hamburg, den wollen wir uns anschauen, diesen Treffer. Das 1:1, der FC St. Pauli gleicht aus, ist wieder zurück im Spiel. Ryo Miyaichi mit dem Treffer überwindet Christian Martinia, der Hamburg auch als sein fußballerisches Zuhause einst betiteln konnte. Bei der Raute stand er zwischen den Pfosten. Jetzt muss er hier den Gegentreffer hinnehmen. Sieht nicht ganz glücklich aus im kurzen Eck, ist vielleicht etwas überrascht. Eiskalt dann vom Japaner gemacht. 21. Spielminute. Der Ausgleichstreffer. Etwas schmeichelhaft. Der erste FC Nürnberg war tendenziell sogar etwas näher dran am nächsten Treffer, aber konnte den Elfmeter-Schuss von Frey, den Erfolg, nicht noch untermauern und steht jetzt wieder aktuell nur mit einem Punkt da. Zwei Treffer bislang in der Konferenz gesehen. Beide in Hamburg, die Top-Teams tun sich noch aktuell ziemlich schwer, wie es ausschaut. Hier im Abstiegskampf ist es wohl etwas mutiger. Der FC St. Pauli kommt auch direkt wieder. Tor in Bielefeld. Passt aber auf, Tor in Bielefeld. Na also, jetzt geht's vielleicht los. Das 1:0 für die Arminia. 26. Minute. Hinein ins Glück. Natürlich ist es Fabian Klos. Wird da gut in der Mitte bedient, kommt dann aus 5 Metern recht frei zum Abschluss, lässt sich dann überhaupt nicht bitten. Vorbei an Kühn, Bielefeld führt hier mit 1:0 und zieht damit noch weiter davon, unter anderem auch dem HSV.
Spätestens in der Halbzeit wird diese Kunde auch in Fürth angelangt sein, in der Kabine der Hamburger. Den ersten Platz, der erste Platz dürfte für Fürth relativ uninteressant sein, aber wie gesagt, für den Hamburger Sportverein ist das noch durchaus eine interessante Position. Aktuell möchte man einfach aufsteigen, ob als Erster oder Zweiter ist irrelevant. Trotzdem schaut man immer mit dem einen Auge auf die Konkurrenz, da man auch nicht unbedingt davon ausgehen kann, dass der VfB Stuttgart in Wiesbaden heute stolpern sollte. Aber auch da steht es noch 0:0. Der Hamburger SV hat das Zepter weitestgehend an sich gerissen. Die ein oder andere Möglichkeit kommt auch zustande, aber in manchen Szenen ist es da noch etwas zu behäbig und zu langsam. Greuther Fürth schaltet aber auch nicht wirklich schnell um in die Gegenrichtung, sodass hier nach einer knappen halben Stunde das ganz heiße Eisen noch nicht ausgepackt wurde. Vielleicht jetzt über Meierhöfer, der relativ lange im Ballbesitz bleiben kann. Der HSV stellt ganz gut zu. Wo ist Tor die an Hamburg? Dritter Treffer in Hamburg. Also wollen wir schauen. Die erneute Führung für die Gäste. Johannes Geis macht das Ding. Spannende Kameraperspektive, aber das Entscheidende ist der Treffer und den wollen wir uns jetzt in der Wiederholung anschauen. Abgefangener Ball, dann geht schnell mit der Hacke vorgelegt von Hanno Behrens. Und der Abschluss super platziert. Also, der Gast aus Nürnberg, aus Franken, ist wieder in Führung. Wir schauen weiter nach Wiesbaden, wo der VfB Stuttgart so langsam kommt. Massimo wird da gelegt von Benedikt Röcker. Könnte auch eine Karte geben, gibt die gelbe Karte. Ist nachvollziehbar, diese Entscheidung. Grätsche nicht direkt von hinten, aber nicht unbedingt von der freundlichsten Art. Massimo nimmt das dann auch an. Kein schweres Foul, aber gelb. Auch in der Position durchaus vertretbar. Jetzt gibt es hier knapp 10 Minuten vor dem Seitenwechsel einen Freistoß aus dem rechten Halbfeld. Kommt da etwas Gefährliches zustande? Reingelupft und Schäffler klärt das Ding zum Eckball. Sowas kann auch gerne mal ins Auge gehen. Man kennt das ja, wenn der eigene Stürmer im 16er agiert. Dann kann es gut und gerne mal brenzlig werden. Da fehlt dann die Koordination und das Torjägergehen ist in Manuel Schäffler richtig ausgereift. Eckball von links. Daniel Didavi spielt da kurz. Nee, er bringt ihn lang. Der Kopfball aber entschärft. Wir schauen nochmal weiter. Sind in Bielefeld das einzige Spiel neben St. Pauli gegen Nürnberg, wo ein Treffer gefallen ist. Hier ist es allerdings nur einer. Osnabrück schlägt sich ganz gut. Engel mit der Flanke. Nilsson kann es erstmal klären. Gab aber eben gerade eine gute Möglichkeit. Schauen wir uns an. David Blacher mit dem Abschluss. Durchaus stramm geschossen, aber ging am Kasten vorbei. Auch wenn die Kamera hier nicht wirklich gut mitfahren konnte. War auch nicht sein starker Fuß. Blacher jetzt am Eckballpunkt von links. Auf den Elferpunkt getreten, aber Bielefeld scheint es gut klären zu können. Uahim allerdings ist noch in der Szene drin. Haider und Engel hier. Haider mit der Flanke. Ortega kann es klären. Wir gehen nochmal rüber. Sind nochmal in Fürth. 5 Minuten vor dem Pausenpfiff. Greuther Fürth kommt gerade. Der HSV muss ein bisschen aufpassen. Jetzt vielleicht eine Kontersituation. Hinterseher, wenn er drüben Bakary Yatta sieht, dann wird es richtig gefährlich. Aber so schnell kann er nicht schalten. Trotzdem noch eine Angriffsmöglichkeit. Leibold mit dem Fehlpass. Zu häufig schleicht sich das hier noch ein, sodass nicht wirklich was ganz Gefährliches Tor in Hamburg zustande kommen kann. Nächster Treffer in Hamburg. Aber nicht der zweite Ausgleich. Nürnberg erhöht. 3:1, 45. Spielminute, Doppelpack Michael Frey.
ist da auch komplett alleine gelassen im Rückraum des 16ers und macht es dann ganz kühl, ganz überlegt. Gar nicht zu halten für Robin Himmelmann. Schwach verteidigt an dieser Stelle. Und zwar richtig schwach. Und eine wunderbare Ausgangslage jetzt für den Club, für den zweiten Durchgang. Mit diesem Resultat, auch bei einem knapperen Sieg, würde Nürnberg am Gegner heute vorbeiziehen. Das dürfte dann erstmal wieder Ruhe geben beim Club, wo es in dieser Saison doch so unrund und unruhig lief. Heute ist man auf Versöhnungstour. Das ist ein richtig gutes Spiel. Eras mit der Hacke zu Michael Frey. Und Himmelmann verhindert Schlimmeres. Die Hoffnung für den zweiten Durchgang also weiterhin existent bei den Braun-Weißen. Aber da müssen sie nochmal ganz andere Seiten aufziehen. Momentan ist da nicht viel Gegenwehr. Die werden erstmal froh sein, dann in die Pause zu kommen. Aber den Eckstoß hier gibt's noch. Fährmann klärt das Ding. Und das war's hier. Es steht 1:3 auf den anderen Plätzen. Ist ebenfalls bereits der Pausentee gereicht worden. Michael Frey bislang Man of the Match. 2 Treffer hat er erzielt. Wir sind auf den zweiten Durchgang gespannt und hoffen da auf den parallelen Plätzen auch noch auf ein paar weitere Tore. Ja, da haben wir einmal den Überblick, in welchen Spielen schon Tore gefallen sind. Ja, das waren bislang erst 2, aber es werden noch einige Tore fallen im zweiten Durchgang. Darauf könnt ihr euch freuen. Lasst gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Auch das würde mich freuen. Ansonsten soll es da schon mit dem Gelaber gewesen sein. Jetzt geht's weiter mit der zweiten Hälfte. Willkommen zurück in der Konferenz. Wir starten in Wiesbaden. Der VfB Stuttgart hinkt seinen Anforderungen aktuell noch etwas hinterher. Bielefeld ist in Führung. Man ist ganz froh, dass der HSV in Fürth aktuell auch nicht über ein 0:0 hinauskommt. Aber die Schwaben würden gerne die eigenen Hausaufgaben erstmal erledigen. Nicht mit solchen Fehlpässen. Schwede mit dem Pass zu Schäffler. Das ist kein Abseits. Manuel Schäffler alleine vor Kobel. Schäffler! Das gibt's nicht. Im Hinspiel, als Wien Wiesbaden den VfB Stuttgart schlagen konnte, da war Schäffler der Matchwinner und jetzt scheitert er im 1 gegen 1 an Kobel. Eine hundertprozentige Möglichkeit. Kobel hält den VfB hier in guter Position. Eckball von der linken Seite. Nächster Abschluss. Schere diesmal. Aber das ist alles andere als gefährlich. Die Chance gerade von Schäffler. Da werden sie wohl noch hinterher trauern, wenn das nicht hier einen positiven Ausgang hat. Das dürfte aber ein Ausrufezeichen sein. Sendet führt auch welche. Durchaus. Sind jetzt auch knapp 5 Minuten im zweiten Durchgang dabei. Sie wollen weiterhin hier mithalten. Der HSV beißt sich weiterhin die Zähne aus und kommt einfach nicht richtig ins Spiel. Hinterseher läuft sich hier auch fest. Bekommt aber nochmal den Ball. Sonny Kittel raus zu Tim Leibold. Vielleicht dann mal ein Abschluss aus der zweiten Reihe, aber sowas natürlich nicht. Oder doch? Aaron Hunt mit dem rechten Fuß. Und da wird es dann auch gleich mal gefährlich. Es wird nicht klappen, sich bis auf die Torlinie durchzuspielen und ihn dann einfach nur noch rüberzuschieben. Dafür ist Caligiuri viel zu abgezockt in der Innenverteidigung. Das sollte der HSV nach knapp 55 Minuten jetzt auch begriffen haben. Aber sie haben eben auch noch Zeit, über eine halbe Stunde das hier in die richtigen Bahnen zu lenken. Bielefelds Vorsprung wird größer und mit solchen Seitenverlagerungen wird es auf jeden Fall auch keinen Erfolg und hier wird gewechselt. Jäckel kommt für Sapai. Bei Hamburg geht Duzia. Kinzombi kommt dafür. Wir kommen nach Bielefeld.
Osnabrück gerade mit der Kontermöglichkeit. Alvarez zu Farona Pulido. Der ist in einer ziemlich guten Position, lässt sich aber relativ weit abdrängen. Viel zu weit und dann in den Rücken von Alvarez geflankt. Wortwörtlich, der spielt den Ball, glaube ich, sogar mit dem Rücken. Viel, viel mehr drin in dieser Situation. Jetzt Bielefeld. Aber auch da schleichen sich immer wieder Fehler ein. Man muss erstmal die Routine wieder reinbekommen. Das sieht man hier ganz deutlich. Klos und Prietl. Osnabrück ist schon relativ weit aufgerückt. Kommt jetzt langsam wieder in die Formation. Aydini passt auf. Bleibt in Ballbesitz und Suku jetzt mit einer saftigen Grätsche von hinten. Ja, da schreitet der Schiedsrichter zur Tat. Lässt hier aber Gnade vor Recht walten. Schön von hinten und es gibt noch nicht mal die gelbe Karte. Gut. Wir wollen noch mal weiterschauen. Kommt St. Pauli noch mal zurück gegen Nürnberg? Sieht momentan nicht danach aus. 64. Minute hier gerade. Johannes Geis auf den Spuren von Michael Frey. Auch hier in der Versuchung, einen Doppelpack zu erzielen. Beim FC St. Pauli läuft es einfach nicht rund. Heute klappt nicht so ganz viel. Trotz des 1:1 zwischendurch sind sie nie wirklich hier reingekommen und liegen absolut zurecht mit 1:3 in Rückstand. Der erste FC Nürnberg macht's klasse, lässt sich hier nicht beirren und das dürfte abseits gewesen sein. So ist es auch. Knoll zu Miyaichi. Das kann man deutlich besser spielen. Fährmann geht auch eher weitestgehend unsichtbar heute, aber der hat auch nicht viel bekommen dafür. Dimitris Diamantakos Tor entführt dabei und jetzt ein Tor entführt. Endlich die Erlösung in der zweiten Halbzeit. Darauf hätte der Hamburger Sportverein aber sehr gerne verzichtet. 67. Minute, Daniel Keita-Ruel mit dem 1:0 für die Spielvereinigung. Erst dieser Schuss an den Pfosten, doch Daniel Keita-Ruel setzt nach. Kommt aus Spitzenwinkel angeflogen und wuchtet das Ding rein. Bayer grätscht vergeblich. Das 1:0 fürs Kleeblatt. Und der HSV hat 23 Minuten, um das umzubiegen. Diese Kunde dürfte ganz froh sein, wenn man es mit den Stuttgartern hält. Ab nach Wiesbaden. Das schmeckt dem VfB gut, aber sie müssen sich erstmal auf sich konzentrieren. Wir haben gesehen, dass sie auch gefährdet sind, insbesondere wenn Manuel Schäffler da mal vor den Kasten kommt. Daniel Didavi jetzt mal mit dem Versuch, der mit seinem schwachen rechten Fuß aber deutlich am Kasten vorbeizielt. Lindner hat die Ruhe weg mit einem 0:0. Können sie zwar auch keinen Blumentopf gewinnen, aber es ist auf jeden Fall gegen eine Topmannschaft aus Stuttgart ein kleiner Erfolg, der auch ein bisschen Selbstvertrauen schaffen kann. Doch der VfB Stuttgart erhöht den Druck und es geht wieder von links nach rechts. Förster mittlerweile reingekommen, Al-Ghadoui auch. Didavi, Al-Ghadoui. González, Al-Ghadoui zu González. Das ist jetzt mal gut und schnell gespielt und es bringt Erfolg. 73. Philipp Clement mit dem 1:0 für den VfB. Da ist die Freude groß. Und die Erleichterung ist zu spüren. Gut durchgespielt. Al-Ghadoui mit González. Kopf hochgenommen. Pass vor den Kasten. Clement hält nur noch den Fuß hin. Mockenhaupt kommt einen Schritt zu spät. Und das spaltet den Stuttgarter VfB vom HSV so richtig ab. Wie kommt das in Bielefeld an? Bitte.
Die dürften relativ unbeeindruckt davon sein, weil sie selber aktuell ihre Hausaufgaben erledigen. Jonathan Clauss kommt über die rechte Seite mit dem Flankenball, den Staude sehr schön runternimmt. Staude, da schmeißen sich dann aber auch die Osnabrücker rein. Die haben sich noch nicht aufgegeben, aber Bielefeld schnuppert hin und wieder mal dran, hier alles klar zu machen. Alvarez geht jetzt kein wirklich glückliches Spiel absolviert, dafür Benjamin Gürt neu dabei. Eine Viertelstunde ist hier noch auf der Uhr. Sehen wir noch einen entsetzten deutschen Sportclub. Wir schauen drauf. Bielefeld kommt aber erstmal. Klaus zu Klaus. Nochmal zurückgelegt. Der Ball abgewehrt. Manuel Pritel. Entscheidung erstmal vertagt. Pritel setzt diesen Schuss etwas zu hoch an. Wir schauen kurz vor der Schlussphase nochmal nach Hamburg. Wir wollen einmal, vermutlich ein letztes Mal, sollt ihr nicht noch ein Treffer geschehen, vorbeigucken, weil in den anderen Partien deutlich mehr Spannung herrscht. Zwei Tore Unterschied und da muss man realistisch sein und den FC St. Pauli hier vermutlich zu 99% als Verlierer betiteln. Das war unter dem Strich nicht gut. Nürnberg hat auch richtig gut dagegen gehalten. Eine starke Partie abgeliefert. Auch in der Defensive hier zeigen sie wenige Schwächen. Und das dürfte den Clubfans richtig gut schmecken. Wie gesagt, sollte noch was passieren, dann melden wir uns nochmal. Gehen jetzt aber ein weiteres Mal nach Wiesbaden. Ja, aber wen glaubt noch dran? Gerade mal wieder mit einem Vorstoß, aber da kommen sie auch nicht in die Nähe des 16ers, sodass der VfB wieder in die Gegenrichtung schlägt. Al-Ghadoui zu Clement, Daniel Didavi und der macht alles klar. Schluss aus, Ende. Das war's. Der VfB Stuttgart nimmt die 3 Punkte aus Wiesbaden mit nach Hause. Clement, einen selber gemacht, einen vorgelegt. Den könnte man vielleicht auch mal von Beginn an bringen. Aber wenn man gewinnt, hat man als Trainer auch recht. So wie es hier lief, ist für den VfB Stuttgart alles glatt gelaufen. Etwas holprig, aber das Resultat steht ganz anders als in Fürth. Aber sie versuchen es. Tim Letschert gerade mit dem Kopfball, der aber zu hoch angesetzt ist. Und der Hamburger SV mit einer Niederlage müssten sie sich vielleicht vom direkten Aufstieg schon jetzt fast verabschieden. Auch moralisch ist das hier erstmal zu verarbeiten. Man hatte sich sicherlich einiges vorgenommen, wollte die große Aufholjagd starten. Doch momentan sieht es eher mau aus. Greuther Fürth hat nicht mehr viel Interesse, nach vorne zu spielen. Und der Hamburger SV rennt verzweifelt an. Mehr als Standardsituationen um den 16er sind aktuell aber nicht zu Stande gekommen. Kinzombi, Hinterseher. Hajro im Abseits. Auch sowas spielt einem nicht unbedingt in die Karten. Naray kommt nochmal für Fein. Volle Attacke nach vorne. Aber in Bielefeld ist es ja auch noch spannend. Durchaus. Arminia Bielefeld will dieses 1:0 jetzt über die Zeit zittern. Rennt zum eigenen 16er, sollte nicht unbedingt sein. Ortega Moreno dann erstmal mit dem halben Befreiungsschlag, aber auch nur zum Einwurf. Es gibt 2 Minuten obendrauf, das ist aber auch angemessen, weil es nicht viel nachzuspielen gibt, was möglicherweise dem deutschen Sportclub hier vollkommen in die Karten spielt. Letzte Aktion vermutlich. Staude nochmal. Keanu Staude verschleppt das Tempo, Nachspielzeit ist abgelaufen
Und das war's. Bielefeld gewinnt mit 1:0 gegen den VfL Osnabrück und festigt damit die Tabellenspitze. Das ist aus Tor in Fürth. Bielefelder Sicht perfekt. Und jetzt schauen wir nach Fürth. Da ist noch ein Treffer gefallen. Es ist doch noch da. Der Ausgleich für den Hamburger SV. Überfällig. Und der Ball ist drin. Und was für ein kurioses Eigentor. Hinterseher mit der Hacke hier zu Hajro. Der schließt ab. Der Ball geht gegen den Pfosten. Und von da an Burchards Hacke hinein ins Glück. Über die Linie. Das ist nicht das optimale Ergebnis für den HSV. Aber in der dritten Minute der Nachspielzeit doch nochmal einen Erfolg zu holen, das könnte nochmal Kräfte freisetzen. Und es war die letzte Aktion in der Partie. Die Konferenz findet ein spektakuläres Ende. Und das arbeiten wir gleich alles nochmal auf. Einmal die Tabelle und die Ergebnisse gleich im Überblick und dann nochmal alle Tore. Und bleiben Sie am Ball. Jo, das war's jetzt erstmal aus der Konferenz. Einmal kurz die Ergebnisse und die Tabelle aus diesen Ergebnissen im Überblick. Ansonsten gleich nochmal die Tore im Schnelldurchlauf. In der Infokarte findet ihr den 26. Spieltag komplett. Danke fürs Reinschalten und ja, jetzt nochmal schnell viel Spaß mit den ganzen Toren. Michael Frey legt sich den Ball zurecht. So korrekt wollen wir sein. 9. Spielminute, Frey gegen Himmelmann. Himmelmann ist in der richtigen Ecke, aber der Strafstoß ist zu gut geschossen. 0:1. Das 1:1. Der FC St. Pauli gleicht aus, ist wieder zurück im Spiel. Ryo Miyaichi mit dem Treffer überwindet Christian Martinia, der Hamburg auch als sein fußballerisches Zuhause einst betiteln konnte. Das 1:0 für die Arminia, 26. Minute, hinein ins Glück. Natürlich ist es Fabian Klos. Die erneute Führung für die Gäste. Johannes Geis macht das Ding. Spannende Kameraperspektive, aber das Entscheidende ist der Treffer und den wollen wir uns jetzt in der Wiederholung anschauen. Abgefangener Ball. Dann geht schnell mit der Hacke vorgelegt. Aber nicht der zweite Ausgleich. Nürnberg erhöht. 3:1, 45. Spielminute. Doppelpack Michael Frey ist da auch komplett alleine gelassen im Rückraum des 16ers. Und macht es dann ganz kühl, ganz überlegt. Darauf hätte der Hamburger Sportverein aber sehr gerne verzichtet. 67. Minute, Daniel Keita-Ruel mit dem 1:0 für die Spielvereinigung. Erst dieser Schuss an den Pfosten, doch Daniel Keita-Ruel. González, Al-Gadoui zu González, das ist jetzt mal gut und schnell gespielt und es bringt Erfolg. 73. Philipp Clement mit dem 1:0 für den VfB. Wieder in die Gegenrichtung schlägt. Al-Gadoui zu Clement. Daniel Didavi und der macht alles klar. Schluss, aus, Ende. Das war's. Der VfB Stuttgart nimmt die 3 Punkte aus Wiesbaden mit nach Hause. Es ist doch noch da. Der Ausgleich für den Hamburger SV. Überfällig und der Ball ist drin und was für ein kurioses Eigentor. Hinterseher mit der Hacke hier zu Hajro. Der schließt ab, der Ball geht gegen den Pfosten und von da an Burchards Hacke hinein ins Glück. Über die Linie und bleiben Sie am Ball.